Der Hund will irgendwo da drin. Aber ich frag's nicht, wieso haben die das nicht abgesperrt? Ja, daneben ist abgesperrt. Alle gleich. 1640. 1640. Nimmst du mit oder tust du den rein? Ich kann sogar welches streicheln. Allmächtigste Schäfer. Man kann sogar welches streicheln. Echt? Wie geht es? Hey, du fragst mich an. Wie schön. Andar cars de rei.
hinterm Land. Wir sind heißer Flit. Da erblühten die Bäume, da erwachten die Träume. Da kamst du. Ich war allein im fremden Land, die Sonne hat die Erde verbrannt, überall nur Leid und Einsamkeit. Und du, ja du, so weit, so weit. Ich darf im Namen der Gemeinde und aller Vereine und Organisationen, die an unserem Weiherfest teilnehmen, darf ich Sie alle recht herzlich hier heute begrüßen. Das Wetter könnte noch besser sein, aber vielleicht könnte es auch noch schlechter sein, ein bisschen schlechter, vielleicht im schlimmsten Fall. Also wir freuen uns, dass Sie, die Sie jetzt alle da sind, trotz des schlechten Wetters den Weg auch dieses Jahr wieder zu uns gefunden haben. Und die, die jetzt meinen, dass es wegen schlechtem Wetter vielleicht auf dem Sofa daheim schöner ist, die müssen wir jetzt einfach davon überzeugen, dass es in den Festzelten trocken ist. Und dass man also da sehr gut auch bei dem schlechten Wetter dann auch einmal um den Weiher laufen kann und sich in den Festzelten dann wieder aufwärmt. Bevor wir zur Preisverteilung kommen, möchte ich kurz auch die Damen und Herren begrüßen, die Ehrengäste, die heute den Weg zu uns gefunden haben. Voran ist es die stellvertretende Landrätin, die Frau Hannelore Nowotny aus Roth, Bürgermeisterkollege Edelhäuser Ralf aus Roth. Das sind schon mal zwei, die von weiters weg herkommen, und ich darf auch die anwesenden Gemeinderäte recht herzlich begrüßen. Das ist der Herr Nachtrab, der Herr Lunz und der Herr Ihr Fangglück erprobt haben, waren also von 34 waren 21 erfolgreich. Und jetzt machen wir so, dass wir halt von Anfang beginnen, und die besten Plätze haben, die dürfen dann sich am Preistisch im Bürgersaal, wir haben das jetzt aufgrund des Wetters in den Bürgersaal verlegt, die dürfen sich dann dort in der Platzziffer entsprechend einen Preis aussuchen. Und zwar Weiherkönig Büchenbach 2014 mit Pokal, den unsere Katja gerade da zeigt. Das ist der Maximilian Egger. Herzlichen Glückwunsch. Und zwar mit einem Fanggewicht von 1.086 Gramm. Herzlichen Glückwunsch, vielen Dank fürs Teilnehmen. Und ich darf wir dürfen den Preis und den Pokal überreichen. Auf die Seite. Genau. Da haben wir als zweiten Platz den Jürgen Rabus und den Konrad Schmidt, die jeweils ein Fanggewicht von 1.660 Gramm haben, also gerade 20 Gramm weniger. Darf ich nach vorne bitten? Die teilen sich den zweiten Platz und sind somit Ritter zur linken und zur rechten Seite, sagt man, glaube ich, bei den Schützen. Ihr dürft reingehen und euch einen Thank you.
Yeah.